Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Koch einfach lecker. Heute kochen wir eine leckere Sommerquiche mit Spargeln. Es ist wirklich super einfach und jetzt lasst uns loslegen. Hierfür benötigt ihr folgende Zutaten. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm weiche Butter, 50 Gramm Wasser und einen halben Teelöffel Salz. Ich habe jetzt hier Dinkelvollkornmehl genommen. Ihr könnt das Mehl nehmen, das euch am besten schmeckt. Ihr mischt einfach alle Zutaten zusammen und fangt an, diese Zutaten miteinander zu verkneten. Oder ihr habt eine Küchenmaschine, in die ihr sie gebt. Beides möglich. Zack, fertig. Das ist der Teig. Der kommt in die Quicheform und wird schön flach, ziemlich dünn auf, angedrückt und flach gedrückt und an den Rändern leicht hochgedrückt. Versucht es ruhig so dünn wie möglich zu drücken. Dieser Teig wird dann vorgebacken, circa 15 Minuten lang, bei 180 Grad, einfach in den Backofen schieben. In der Zwischenzeit könnt ihr die Füllung zusammenmischen. Da nehmt ihr 200 Gramm Gouda, 200 Gramm Sahne, 1/4 Teelöffel Pfeffer, 1/2 Teelöffel Salz und 3 Eier und mischt das einfach alles schön zusammen. Und dann seid ihr auch schon mit der Füllung fertig. Die könnt ihr dann nochmal zur Seite legen und euch dann das Gemüse zurechtschneiden. Ich habe hier Paprika, Zucchini und grünen Spargel genommen. Ich habe mich entschieden, alles in Streifen zu schneiden. Ihr könnt euch das machen, wie ihr möchtet. Bei dem Spargel schneidet ihr die Enden schön ab und schält circa ein Drittel davon quasi mit so einem Kartoffelschäler ab. Das verhindert eben, dass diese holzigen Teile quasi mit in die Quiche kommen. So sieht es dann aus. Ich habe mich eben, wie gesagt, schon für Streifen entschieden. Ihr seid da total frei. Ihr könnt Würfel machen, ihr könnt das Gemüse raspeln. Paprika passt sehr gut eben. Und zu Paprika passt aber auch Karotte. Meine Kleine wollte noch Erbsen haben. Deswegen werde ich noch Erbsen dazu nehmen. Und ja, Erbsen passen natürlich super. Die könnt ihr auch tiefgefroren dazu legen. Ihr werdet gleich sehen, oh, da ist meine Tochter, die klaut sich da gerade eine Erbse raus. Ja, um nochmal zu Kindern zu kommen. Also Kinder essen diese Quiche sehr, sehr gerne mit. Und ja, einfach jetzt die Füllung rein in die Quiche und das Gemüse dazu. Einfach schön anordnen. Ihr könnt auch das Gemüse schon in die Füllung heben. Das geht nochmal einen Tick schneller. Aber ich wollte es so schön anordnen. Und schaut euch das doch mal an. Sieht das nicht toll aus? Jetzt kommt die Quiche nochmals für 35 Minuten bei 180 Grad erneut in den Backofen und ist auch schon fertig. Und schaut sie euch an. Sieht sie nicht wirklich toll aus? Also wie gesagt, sie ist wirklich super für Kinder geeignet und zum Weißwein im Sommer auf der Terrasse oder auch als Mittagessen einfach, ja, auch zum Mitnehmen, wenn ihr irgendwo eingeladen seid und was mitnehmen wollt. Diese Quiche kommt wirklich immer, immer sehr, sehr gut an. Und ich werde jetzt auch immer leiser und leiser. Das ist darum, weil ich gleich ins Bett gehe. Ich hoffe, die Quiche hat euch geschmeckt und es hat euch Freude gemacht, das Video. Bitte abonniert doch meinen Kanal, wenn es euch Freude gebracht hat. Und falls ihr eine Idee habt, was ich als nächstes kochen könnte, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und vor allem seid dabei, wenn es bald wieder heißt, Koch einfach lecker!